Und damit sage ich herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Create-Folge. Ja, soll ich sagen? Ich habe einen neuen, naja, Bohrer gebaut, der aber nur unter der Erde 4 mal 11, nein, 4, 6, 8, 10, 12, 13, genau, 13 wegnimmt. Straße ist ja 11 breit und ich möchte ja da Fahrzeuge drauf fahren lassen. Und dafür muss ich ja die Schienen oder will ich ja die Schienen unten drunter packen. Ja, jetzt wollen wir mal gucken, ob das Ganze auch funktioniert. Denn Gebiet Nummer 1 war das Startergebiet. Gebiet Nummer 2, ja hier. Das Industriegebiet. Und hier habe ich schon mal ein bisschen was, was ich an Gleis hatte, gelegt. Es fällt mir nur gerade siedenheiß eine Sache ein. Ja. Houston, das könnte ein wenig eklig werden. Nämlich das hier wird verschwinden. Also nehmen wir das doch mal kurzfristig weg. Dass ich es nachher wieder setzen kann. So, bis hierhin. Dann sind wir auf Nummer sicher. Was? Platsch? Nee, nicht hier. Gut, damit läuft keine Lava aus. Andere Sachen habe ich hier unter der Straße nicht, außer die Megatorch, die hier drunter ist. Dein Hirn an das Rechenzentrum. Tief sitzt die. Die würde dann auch verschwinden. Also sollte ich mir doch mal angewöhnen, sowas wie die Megatorch einen weiter nach hinten zu setzen. Damit die auch auf Nummer sicher ist. Einmal hier. Da raus. Ist das jetzt eigentlich alles hier oben drin gelandet? Naja, egal. Mit denen wieder zu. Straße füllen. Und da hinten steht noch eine. Die dann wahrscheinlich auch so dumm steht. Yes. Sie. So, einmal aufnehmen. Umplatzieren und gut ist. Ja. Ach. Für das Neubaugebiet da hinten ist übrigens, ihr seht, da hinten, das wird die Villager-Siedlung. Habe ich die Anlage hier ein wenig umgebaut, weil ich jetzt als nächstes Terrakotta in Unmengen brauche. Als die vorhandene Anlage, die mir bis vor kurzem noch Bricks gemacht hat, kurz hier so umgebaut, dass halt vier Clay zu einem Long Clay Block. Der wird gebrannt und sobald das Brennen fertig ist, Terrakotta. Also im Moment nichts großartig Aufwendiges. Das Einzige, was halt ist, dass ich halt mit dem Bohrer langfahre, Flächen schaffe, halt so alles die, ich sag mal, langweiligen Arbeiten, die ich damit mache. Das bleibt erstmal offen. So, jetzt. Bohrer setzen. Gute Fahrt wünschen. Hier hinten den Plow. Habe ich, damit ich die Gleise später nicht von Hand aufnehmen muss. Was? Nein! Stopp! Aus! Pfui! Was? Warum? Was zur Hölle ist denn jetzt schiefgegangen? Schlaffi? Wieso ist das Ding runtergefallen? Wieso? Die Bohrer sind doch gar nicht auf. Houston?
Frag für einen Freund. Soll das? Nochmal, wenn ich jetzt den Bohrer hier hinsetze, dann sollte doch hier oben gar keine Reihe sein. Jupp. Eine Reihe Versatz. Alex, guten Morgen. Das war so nicht geplant. Damit kann ich den ganzen Scheiß einsammeln. Ande. Also. Komm mal mit, mein Freund. Verdammt nochmal. Noch nicht. Ich habe extra vorhin noch gezählt und ja, passt wunderbar. So ein Mist. Aber gut, das geht ja relativ fix. Seid ihr jetzt dabei, wie ein Bohrer umgebaut wird? Also rein, ablassen, rüberhüpfen. Obere Reihe, Bohrer, weg. Mit der Schaufel geht das auch schneller. So. Einmal Platz schaffen. Ringsrum. Klebt nicht ganz zusätzliches Zeug mit ein, was ich nicht brauche. So. Rucksack. In welchem? In dem Create-Rucksack ist der Superglue. Nicht wundern, der hat inzwischen auch Mending drauf. Wenn ich mich unter meine Superdusche stelle, dann kann ich da nämlich ruckzuck alle Werkzeuge einmal durchreparieren. Und danach wieder das Zeug absaugen. Macht mir mein Leben etwas einfacher. So, jetzt eine neue Reihe hier unten drunter. Eine neue Reihe an Bohrern hier dran. Kurz, nur noch mal zur Sicherheit. Blub, fertig. Gut. Anheben, aufheben. Kontrollieren, ob nichts liegen geblieben ist. Nein. Autsch. So. Fäden reparieren. Und dann. Ihr seht jetzt Superglue. Dann können wir das doch direkt machen. Einmal mein Backpack, wo mein Werkzeug drin ist. Das ist alles noch in Ordnung. Gut, dann halt nur für den Superglue. Ihr seht, Erfahrungspunkte sind ja hier drin. Ich habe 0 Level. Einmal Dusche einschalten. Superglue in die Hand. Wieder repariert. Dusche aus. Rück auf den Disenchanter. Level. Flupp, zurück. Alles wieder gefixt. Inklusive der Rüstung. Ich habe zwar noch nichts anderes als Mending drauf, aber so geht es schon mal auf die Schnelle. Und ich muss mich nicht weiter um Diamanten für Werkzeug und für Rüstung kümmern. Hat auch seine Vorteile, vor allem wenn man hier am Bauen ist. Megatorches werde ich mir noch ein paar machen, hinten für das Neubaugebiet. Problem an der Sache ist, ich habe nicht genug Gold. Klingt komisch, ist aber so. Es ist tatsächlich Gold, was aktuell fehlt. Was mich hier ausbremst. So, passe gerade mal zu. Toolswapper Upgrade ist wirklich Gold wert. Gold. Und wenn ich auch noch richtig klicken würde, wird nicht sowas passieren, dass ich andauernd Häufchen hier baue.
Was? Ja. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Da war ja was. Deshalb sind hier auch noch 5 Quarzblöcke. 5. 2, 3, 4, 5, 6, 7. So. Hatte ich die... Ja, hatte ich noch. Leise dabei. So, und jetzt machen wir das Ganze nochmal eben schön. Wir setzen den hier an, gehen auf Seite, ein Stück Kohle und wünschen ihm gute Fahrt. So, damit bleibt auch oben die Straße. Was? Nein! Wieso? Achso, das war schon weg. Das war vorhin noch von dem Fehler, den hatte ich noch nicht korrigiert. So, jetzt fährt er einmal hier rüber. Rein optisch gibt es keine Veränderung. Aber wenn wir jetzt mal nach unten gehen, sehen wir, dass ich eine riesige Mobfarm gerade aushebe. Oh, shit. Houston, mach mal Licht. Da habe ich ja gar nicht dran gedacht. Ja. Nein. Hält mich jetzt noch was auf? Keine Zeit für sowas. Ich meine, die Megatorch sollte eigentlich dafür sorgen, dass das Spawning keine Probleme verursacht. Ich werde hier nachher auch noch Hopper-Lampen oder so jeweils an die Decke hängen. Mittig, dass hier unten auch vernünftig ausgeleuchtet ist. So habe ich dann auch von unten schön die Mitte, dass ich weiß, wo ich später lang muss, was die Gleise angeht. So. Und wir haben ja... hier noch die zu verlegen. Der bohrt noch. Ist er jetzt auch nicht. Kann das sein, dass ich vergessen habe, dass ich auch noch Pumpen mit drin habe? Natürlich. Ja, 5. Hier kommt eine hin. In die Richtung. Und dann kommt der hier noch eine hin. Auch in die Richtung. Und aus dem Rucksack heraus müsste ich noch, nein, aus dem Inventar, das da und das da haben. Damit kann ich nämlich das einmal bis hinten durchschieben. An der Stelle, wo ich es brauche, eben noch das Zahnrad einsetzen. Zum Beispiel hier. Zahnrad dazwischen. Antrieb ging ja gar nicht nach oben. Heißt also, hier sollte gleich, ja, kommt, wieder Lava laufen. Damit hinten die Fabrik versorgen. Solche Löcher muss ich dann auch noch zumachen. Ups. Ja. Okay. Habe ich nicht drüber nachgedacht, dass ich ja hier vorne durchbreche. Warum auch nicht? Das heißt, ich muss jetzt nach oben das Ding einsammeln. Nasse Füße. Ah. Rechtsklick. Mal eingesammelt.
Und es wird schon wieder Nacht. Dann ist es Nacht. Und morgen. Und hier wäre dann das nächste Stück, wo der Bohrer sich langfräsen darf. Ungefähr hier beginnt. Wäre es schön, wenn ich noch eine größere Menge an Gleisen übrig hätte. Habe ich nicht, aber kann ja in meine Kisten greifen und das Zeug rausholen. Brauche. Oh, der noch her. Kohle ist auch gut. Sand ist auch gut. Sand brauche ich auch noch für irgendwas. Also direkt mal in den Rucksack damit. Jetzt weiß ich auch, was ich noch bauen wollte. Ein Portable Storage Interface, dass ich den zwischendurch ausleeren kann, weil ihr seht, auf dem Stück ist er schon mehr als halb voll. Dann würde ich sagen, bereite ich dann mal hier die Mitte vor und zeige euch in der Zwischenzeit das zukünftige Zuhause der Villager. Steht oben schon auf der Minimap. Straße, Planung ist im vollen Gange. Werden dann hier ein paar Häuschen haben in diesem Stile. Hier unten quasi der Shop. Kommt noch eine Theke, Verkaufsbereiche, Items und so weiter rein. Und dann der Weg nach oben ins Obergeschoss. Jeweils mit dem kleinen Balkon im Normalfall, dass man halt auch die Aussicht genießen kann. Hab's vor, so zu machen, dass zum Beispiel das hier, Beispiel jetzt, Bücherladen wird und dann hier irgendwo sicher eingebaut auch meine beiden Bibliothekare ihr Leben verbringen, dass man halt dann jeweils in den Laden reingeht. Zum Beispiel einer ist halt für der Fletcher, der mit dem Stick Trade und so weiter. Dann der Weaponsmith, Toolsmith und so, dass die dann dort ein neues Zuhause bekommen. Muss ich nur gucken, wie ich sie rüber bekomme später. Im Moment sind sie da hinten sicher eingebaut, wie nichts passiert. Und ganz wichtig, auch kein Bett oben an den Tag legen. Das war der Stand bis dahin. Ich dachte, viel bauen, viel machen, wenig technischer Fortschritt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich verabschiede mich. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.